Ja, mein Name ist Thorsten Koopmann. Wir bewirtschaften unseren Milchviehbetrieb hier in der Wesermarsch, Gemeinde Berne, Ortsteil Kütterende. Wir melken so um die 150 Kühe. Wie wurden die Kälber gehalten, bevor der Stall gebaut wurde? Ja, bis zum Umbau oder zum Neubau des Kälberstalls haben wir die Kälber während der Milchphase in Großraum-Iglus gehalten, immer mit 5, 6 Stück in einem. Die wurden dann zweimal am Tag mit einem selbstgebauten Kälbertaxi getränkt, nur mit Vollmilch. Wie viel Zeit, denken Sie, sparen Sie jetzt täglich ein? Ich würde sagen, durch den Umbau oder Neubau des Kälberstalls sparen wir morgens wie abends jeweils eine Stunde Zeit ein. Ein sehr großer weiterer Vorteil ist darin, durch den Automaten, dass wir nicht mehr so zeitgebunden sind. Wir können die Kälberüberwachung auch nach dem Melken oder am Nachmittag vormelken und nicht mehr mal während der Melkzeit übernehmen. Was hat hier eine besondere Vereinfachung gebracht, arbeitswirtschaftlich gesehen? Ja, dadurch, dass wir zwei Gruppen haben und die größeren von den kleineren Kälbern trennen können und wir alles mit dem Frontlader entmisten können und das Stroh über den Kälberbuchten lagert, brauchen wir eigentlich nur zu den Entmistungszeiten die Türen öffnen. Ansonsten ist das Stroh immer vorrätig. Der Hof wird nicht jedes Mal vollgestreut. Wir brauchen nicht mehr viel sauber fegen. Der Automat wird mit Milchpulver bestückt. Also brauchen wir nicht mal zweimal am Tag die Milchmengen im Eimer oder mit dem Taxi bewegen. Das sind natürlich eine Menge Zeit und Kilos, die man dann spart. Würden Sie es in der Rückbetrachtung nochmal genauso machen? Auf jeden Fall. Ich bin Marcel Denikas und bin angestellt bei dem Betrieb Koopmann. Wie lange arbeitest du schon mit der Alma Pro? Die Station ist seit Februar diesen Jahres hier im Betrieb. Ja, und seitdem bin ich da eigentlich auch viel zuständig. Wie viele Kälber habt ihr da durchschnittlich dran? Durchschnittlich haben wir zwischen 20 und 25 Kälber. Ausgelegt ist die aber bis 40 Kälber. In deiner täglichen Arbeit, was machst du am Automaten? Ja, am Automaten einmal gucken, Milchpulver, ist genügend vorhanden? Oder auch einmal die Kontrolle, ob die alles abgeholt haben. Hast du vor der Alma Pro auch schon die Kälber hier auf dem Hof gefüttert? Ja. Bemerkst du einen Unterschied? Auf jeden Fall, ne? Auf jeden Fall erstmal die Arbeitszeit. Da steckt man doch schon, also früher viel mehr rein, dadurch, dass wir das auch alles mit der Hand hin und her schluren mussten. Und es macht auch einfach mehr Spaß. Okay. Man kommt hier hin, man hat erstmal einen sauberen Kälberstall, man hat eine gute Auflistung und eine sehr gute Übersicht auch. Sobald ein Kalb, ich sag mal, krank ist, wie das hier aufgezeichnet, kann man auch hier sehr gut sehen. Zum Beispiel, das ist orange, das hat nicht so viel abgeholt. Und das kann man ja in einer Gruppentränke ja nicht so verfolgen. Zum Antränken, wie lange braucht ihr dafür? Ist ein Kalb vernünftig am Automaten trinken? Die das, ich sag mal, zwischen 1 und 2 Tagen lernen die das hier sehr schnell. Machst du das alleine oder macht ihr das zu zweit? Das mache ich alleine. Wenn du hier an dem Gebäude was verbessern würdest, was wäre es? Oder ist es gut so, wie es ist? Ein Stuhl. Ein Stuhl? Weil man hat ja nicht mehr so viel zum Kälberfüttern.